Follow me to Agritechnica, wir sind bei Fendt, dieses Mal mit Kerstin, denn Gesa ist gerade Mama geworden. Für den Agritechnica-Nachwuchs ist also gesorgt. Dann geht's mal los. Hallo, ich bin Kerstin und heute für Gesa bei Fendt in Markt Oberdorf. Hier gibt es eine Menge zu entdecken und ich warte jetzt auf Carsten, denn der wollte mich hier eigentlich abholen. Standesgemäß mit einem Fendt-Klassiker fährt Carsten vor. Moin! Das sieht super aus. Elfengleich und beschwingt steigt Kerstin auf den historischen Traktor. So, wir fahren los zum Pressekongress. Juhu! Freifahrt für Kerstin und Carsten. Schon nach ein paar Sekunden ein echtes Dreamteam. Das ist ja eine große Pressekonferenz hier. Woher erwartet ihr die Leute? Die kommen aus aller Welt. Das ist unsere internationale Fan-Pressekonferenz im Vorfeld der Agritechnica. Das sind alles Fachjournalisten, die sich mit den Maschinen auskennen. Die kommen aus der ganzen Welt und reisen hier an, um schon einen exklusiven Vorab-Einblick für die Messe zu erlangen. Und die Maschinen zeige ich dir später auch noch. Cool. Genug der Theorie, Kerstin ist die Frau für die Praxis. In der Theorie klang das richtig gut. Live ist das noch viel besser. Dann lass uns das mal angucken. Genau. Ja, da sind sie, unsere Neuheiten für dieses Jahr. Wow, und das soll alles auf einen Messestand passen? Das werden wir ganz sicher hinkriegen. Dafür haben wir einen Experten. Hallo. Hi. Moin. Da habt ihr euch ja was vorgenommen. Alle diese Sachen sollen auf einen Messestand? Ja, eine Herausforderung. Aber auf 3000 Quadratmeter werden wir das doch alles hinbekommen. Jedes einzelne dieser Geräte, die hier ausgestellt sind? Ja, klar. Jedes Produkt wird einmal zu sehen sein, damit auch alle unsere Kunden in Hannover das komplette Portfolio sehen. Na, allein das ist dann schon eine Reise wert, um zu sehen, wie ihr das da reingezirkelt habt. Lass uns mal im Detail gucken. Genau, komm genau. Wir gehen ran. Viel Spaß. Dankeschön. Ciao. Und weiter geht's. Hier geht's jetzt um die Futtererntegeräte. Genau, richtig. Das ist der Slicer, der Twister und der Former, unsere Mähwerke Wender und Schwade. Wir haben ja vor 2 Jahren die Futtererntetechnik auf der Agritechnica vorgestellt und wir entwickeln das Programm konsequent weiter. Und macht ein schönes Bild. Das kommt noch dazu. Was ist hier jetzt die Besonderheit? Das ist die Transportstellung. Der Slicer TLX, du siehst, der ist ganz schön schräg. Ja. Das ist die besondere Transportstellung bei dem Mähwerk. Das sorgt dafür, dass du eine gute Gewichtsverteilung hast im gesamten Gespann. Also Schlepper und Mähwerk sind super ausgeglichen und du hast einen ganz tollen Fahrkomfort und natürlich auch eine hohe Fahrsicherheit. Das heißt, das funktioniert nicht nur gut auf dem Feld, sondern auch auf der Straße? Absolut, das ist ja auch sehr wichtig. Bei den hohen Transportgeschwindigkeiten muss das auch immer sicher zu handeln sein. An alles gedacht. Komm. Ein schönes Beispiel für quadratisch praktisch gut, beziehungsweise besser, muss man hier fast sagen, oder? Auf jeden Fall und quadratisch praktisch schwer, weil die Ballen, die hier rauskommen, das sind echte Schwergewichte. Was wiegen die denn? Bis zu 650 Kilo kann die in einen Ballen packen. 650 Kilo? Das hat zum Beispiel den Vorteil, wenn man Stroh über weite Strecken handeln und verkaufen will, kann man möglichst viel Gewicht im Volumen transportieren. Okay, aber Rundballen macht ihr trotzdem? Rundballenfressen haben wir auch, können wir uns jetzt anschauen. Alles klar. Wir sind im Süden von Deutschland in Markt Oberdorf und bekommen einen ersten Vorab-Eindruck der Fendt-Highlights bei der Agritechnica 2017. Ja, direkt am Anfang steht schon das erste Traktoren-Highlight für die Agri dieses Jahr. Der Trecker oder der Mann? Natürlich der Traktor, aber über den Trecker weiß der Mann gut Bescheid. Sollen wir den mal fragen? Ja, dann holen wir den mal raus. Hallo! Hallo! Ich bin Kerstin. Herr Hubert, grüß dich! Hi, schön dich zu sehen. Hier haben wir jetzt schon das erste Highlight, habe ich gehört. Was ist denn daran so besonders? Das ist unser Schmalspurschlepper, klein und fein. Ja. Leistungssegment 70 bis 110 PS. Die Baureihe haben wir überarbeitet ein bisschen. Vorne haben wir auch für den Weinbau speziell einen Umkehrlüfter. Können wir auf Wunsch installieren. Und dann kann der Fahrer vom Fahrplatz aus über den Druckschalter die Lüfterdrehzahl ändern. Also umkehren die Drehrichtung und dann wird der Kühler vorne wieder freigeblasen. Und es gibt eine Kooperation, die die Arbeit noch mal erleichtert. Richtig. Hier fährt der Schlepper automatisch den Rhein entlang. Der Fahrer wird entlastet. Der Fahrer kann sich voll auf seine Arbeitsgeräte konzentrieren. Das Lenken übernimmt das Fahrzeug, die Elektronik, die Spurführung. Vielen Dank für den tollen Auftakt. Wir gucken mal, was es hier noch so zu sehen gibt. Genau, wir schauen und dir einen schönen Tag noch. Alles klar, ciao. Und zack, schon geht's weiter mit dem nächsten Highlight der selbstfahrenden Pflanzenschutzspritze Rogator 600. Moin Michael, das ist dein Lieblingsspielzeug hier sozusagen. Genau, richtig, weil es ein sehr hohes Komfortniveau hat, ja, richtig Spaß macht und dabei noch hochpräzise die Pflanzenschutzmittel ausbringt. Und es ist full connected, hast genau. du mir gesagt. Das heißt, was genau? Fully connected, das heißt komplett vernetzt. Ich kann mit der Maschine auf dem Feld vollautomatisch die Daten aufnehmen, die Dokumentation erledigen und dann, das ist das Schöne, kabellos während der Vorbeifahrt am Farmbüro direkt die Daten übertragen, ohne Kabelverbindung.
Das heißt, dieses Gerät macht nicht nur die Arbeit auf dem Feld, sondern das ist gleichzeitig sowas wie eine Sekretärin, kann man das so sagen? So könnte man das sagen, genau. Nett, schlecht. Sieht man ihr gar nicht an, so auf den ersten Blick. Das sind die inneren Werte, Kerstin. Super. Und auf die inneren Werte kommt es ja bekanntermaßen an. Kurz noch ein paar Impressionen zum Genießen. Und schon wartet Ulrich. Hallo. Hallo. Ulrich hat mich in das Cockpit eines Raupentraktors eingeladen. Worauf bist du hier besonders stolz? Ja, der 900 Vario MT ist ein Raupentraktor, in dem wir die neue Vario-Technologie, wir nennen das Vario Drive, von unserem 1000 Vario übernommen haben. Mhm. Die Hydromotoren können wie bei dem 1000 Vario unabhängig voneinander ausschwenken. Und damit brauchen wir keine Fahrbereichsschaltung mehr. Und wir können den Geschwindigkeitsbereich von diesem 900 Vario MT, nämlich 0 bis 40 km/h, komplett abdecken. Und wir können sogar die Maxgeschwindigkeit von 40 km/h mit nur 1550 Umdrehungen fahren. Das hat welchen Vorteil? Einmal natürlich Reduzierung der Lärmbelastung und ganz klar jetzt beim Umsetzen auf der Straße geringere Drehzahl, effizienter unterwegs, weniger Kraftstoffbedarf. Und das ist nur einer von vielen Vorteilen von diesem Gerät. Ganz klar. Aber draußen sind noch so viele Sachen, die würde ich natürlich jetzt gerne noch genau angucken. Vielen Dank für das tolle Gespräch, deine Begeisterung überträgt sich. Ja, gerne. Und viel Spaß mit den Journalisten noch. Dankeschön. Mach's gut, ciao. Ciao. Süß, der Kleine. Der kann sich schon sehen lassen, ne? Das ist der Fendt Ideal, das ist unser neues Mähdrescher-Flaggschiff und der hat wirklich einige Highlights zu bieten. Aber die erklärt dir am besten der Lasse. Lasse, womit fangen wir an? Was ist denn an diesem großen Gerät das Größte sozusagen? Am größten ist beim Ideal das Schneidwerk, 12 Meter Powerflow. Okay. Also die bewährte Powerflow-Technik, wo aktiver Gutfluss betrieben wird. Die Gummibänder fördern das Getreide mit der Ähre voran in den Schrägvorderer. Und dann ist aber genauso groß unser Korntank da oben mit über 17.000 Litern Fassungsvolumen. Genauso groß ist aber auch hier der Reifen. Wie du siehst, größer als du selbst. Ja. Das hier ist eine Rotormaschine mit zwei Rotoren. Die sind ungefähr einen halben Meter länger als die längsten Rotoren, die es heute auf dem Markt gibt. Und ihr habt bei null angefangen? Genau, das ist ganz wichtig dazu zu sagen. Wir haben bei null angefangen, auf einem weißen Blatt Papier, wie man so schön sagt. Das ist richtig. 2011, wo Akku das Werk in Breganz übernommen hat. Von daher ist das eine Riesenentwicklung. Ich würde sogar sagen, das ist die größte Entwicklung überhaupt im Akkuhause. Ja. Ein schnelles Fotomotiv für zu Hause, so viel Zeit muss sein. Und dann geht's auch schon weiter. Hey, worüber redet ihr hier? Wir sprechen über die Zukunft. Aha, was heißt das? Es ist ja alles innovativ hier. Was ist hier besonders zukunftsträchtig? Wir haben hier eine Batterie installiert und fahren 100% elektrisch. Das heißt, das ist ein Elektrotraktor? Ja, genau. Und für wen ist das interessant? Der hat zum einen die Vorteile, dass wir komplett elektrisch fahren, das heißt ohne Emissionen. Wir brauchen kein AdBlue, wir brauchen keinen Diesel. Wir haben weniger Servicekosten, weil der ganze Motor nicht gewartet werden muss. Wir können Strom nutzen, den wir direkt auf dem Hof produzieren über die Photovoltaikanlage oder Biogasanlage. Er ist eigentlich leistungsstark, er liefert 50 Kilowatt. Wie lange kann man denn mit so einem Gerät fahren? So im Teilausbereich können wir bis zu 5 Stunden fahren und dann müssen wir wieder aufladen. Und das ist auch dein Hauptinteressenfeld? Nein, ich beschäftige mich mit der Robotik, die wir hier sehen. Ach, der wächst mir jetzt schon ans Herz. Was kann der? Also die Roboter sind vor allem zum Maissäen da. Die arbeiten normalerweise in der Gruppe, nicht allein wie der hier jetzt. Und säen eben dann 1 Hektar in der Stunde, zum Beispiel mit 10 Robotern. Ist das interessant für die Branche? Hast du viel Rückmeldung hier? Ja, es gibt sehr viel Interesse dran und auf der Agritechnica zeigen wir dann mehr dazu. Hier fährt die Zukunft. Gehorcht quasi aufs Wort. Mal gucken, ob das mit Kerstin genauso gut klappt. Hey Kerstin, komm mal zum Fahren. Jo, klappt. Zum Fahren? Absolut. Das ist jetzt hier der Fendt selbstfahrende Feldspritze. Okay. Mit dem meist komfortablen Fahrwerk und dem besten Fahrerplatz. Sollen wir mal fahren? Ich? Ja, du. Damit. Jeder kann solch eine Maschine bedienen. Kinderleicht. Das lässt sich Kerstin nicht zweimal sagen. Selbst ist die Frau. Und los geht's. Die folgenden Szenen lassen wir einfach mal unkommentiert. Ich finde, Kerstin macht das ziemlich gut. Wenn große Träume wahr werden,
dann hier bei uns bei Vollmeter Agritechnica. Und hier kommt auch schon die nächste Station. Ja, hier haben wir jetzt auch zwei ganz tolle Gespanne. Das ist nämlich die Rundballenpresse und der Ladewagen, der neue. Wir haben ja vor ein paar Wochen bekannt gegeben, dass wir die Firma Lely kaufen wollen. Und die Produkte sind jetzt von der Firma Lely in Fendt-Farben hier. Dann können so, wie es hier abgebildet ist, die Rundballenpresse und der Ladewagen von Fendt in Zukunft aussehen. Das wäre nicht schlecht, oder? Natürlich, sieht doch super aus, oder? Auf jeden Fall. Wie gesagt, wir zeigen hier die Zukunft. Zeit für ein Fazit. Du siehst echt zufrieden aus. Hat's dir denn gefallen bei uns heute? Über die Maßen gut. Und wenn ihr das erleben wollt, kommt zur Agritechnica. Bist du da? Natürlich. Ich auch. Und bevor wir Tschüss und Danke an Fendt sagen, hier nochmal ganz kurz ein paar Bilder zum Genießen. Kerstins Besuch in Markt Oberdorf im Schnelldurchlauf. Vollometer Agritechnica Fortsetzung folgt. Weiter sagen, liken, teilen, twittern, whatsappen, alles was geht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.